So Leute, wir sind hier im Wald der Segnungen und werden nach und nach alle Quests und Aufträge lösen. Hier gibt es einiges zu holen. Und ja, wir starten einfach mit den kleinen Aufträgen hier. Diese Rohr-Quest. Unser Auftrag heißt, hilf zusammen mit Nilo den Waldbewohnern. Drei Aufträge haben wir. Das sind die Rohre, die wir hier drehen müssen. Relativ easy. Zack. Und hier noch einmal. Zack. Das passt aber nicht. Kann man das irgendwie switchen? Passt das auch nicht. Eine Sekunde. Das muss man doch irgendwie austauschen können, oder? Dann immer hier. Lass den Zauberwasser fließen. Okay. Nee, das wird nicht funktionieren. Da brauchen wir ein anderes Rohrchen. Wie können wir es aber... Wie können wir das aber switchen? Aha. Wie gesagt, da muss ein anderes rein. Ich mal ganz flix. Vielleicht kann ich mit einem von denen sprechen. Nö, mit dem nicht, mit dem auch nicht. Hier, was kann man hier machen? Also wir können nur das hier drehen und das hier drehen. Mir geht nicht. Also ich habe eine Idee. Wir könnten das hier so einmal festhalten. Das Wasser fließen lassen und dann drehen wir im Flow das Ding, wenn es einmal geflossen ist. Jetzt. Klar. Da ist es doch. Sehr schön. Die erste Truhe. Und wir gehen direkt zur nächsten Quest. So, die nächste Herausforderung. Sagt halt, sobald du bereit bist, sagt dieser kleine Frosch hier. Der Stream heißt. Der Papierfroschchor tritt im Rhythmus auf. Weise den ganzen rechten Frosch an, damit er im richtigen Moment springt. Die Aufführung wird manchmal vor Gesang und Tanz begleitet. Denkt daran, auch diesem Begleitrhythmus zu folgen. Okay. Vorführung beginnen. Testen wir es einmal. Okay. Wir müssen F drücken, damit der rechte springt. So. Zeit für ein Tänzchen. Was? Nach dem Rhythmus nach, okay? Ah, okay, verstehe. Jetzt springen die drei zuerst und dann ich. Ah, okay, wir haben es geschafft. Easy. Direkt zur nächsten Aufgabe. Nächste Aufgabe, wir sollen Zauberfahrten nutzen, um Materialien sammeln zu können. Drücke die Interaktionstaste, um den Zauberfaden an den Papierpakt hier zu ziehen und ihm zu helfen. Wenn es verbunden ist, kannst du durch Bewegen der Richtung und die Halshöhe des Papierpaktiers einstellen. Wenn es verbunden ist, drücke die Angriffstaste an der richtigen Stelle, damit das Papierpakt die benötigten Materialien für das Getränkemischen erhält. Oh, okay. So, T. So, wir sollen das packen. Zack, und da reinmachen. Es ist witzig. So, ein bisschen runter. Zack. Jetzt müssen wir da hoch. Packen, runter, rein. Ein bisschen hoch. Wie bescheuert ist das bitte? Aber irgendwie auch witzig. Wieder hoch. Packen, runter, ablegen. Hier ganz unten. Packen, rüber, ablegen. Easy. Das war's dann. Das waren die drei Quests gewesen. Ich bin mal gespannt, ob da noch was kommen wird. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.